Hi, mein Name ist Silja, ich bin 26 Jahre alt und ich bin als Kletteraktivistin für Greenpeace aktiv. Ich engagiere mich für Klima- und Umweltschutz bei Greenpeace als Aktivistin, da vor allem im Bootsteam. Ich bin Uli Beck aus Tübingen und als Greenpeace-Aktivistin aktiv. Mich motiviert vor allem die Tatsache, dass dieser Planet und diese Erde wunderschön sind. Wir können nicht einfach mit diesem Planeten umgehen, als hätten wir einen zweiten in der Hosentasche und könnten ihn dann wieder bei Bedarf rausziehen. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch so ein bisschen von Angst getrieben. Wir befinden uns in der Mitte einer Klimakrise und ich nehme die Sache einfach wirklich ernst, weil ich glaube, genau das müssen wir auch tun. Wir sind vor allem zwei Aktionen sehr im Kopf geblieben. Eine Kletteraktion im letzten Jahr. Da sind wir auf den Kühlturm eines RWE-Kohlekraftwerks gestiegen. Und das war schon echt ziemlich cool. Ich glaube, das hatte einfach eine unglaubliche Symbolwirkung. Und es war einfach unfassbar aufregend. Außerdem ist mir noch eine Aktion in der Arktis sehr in Erinnerung geblieben, wo wir versucht haben, in Nordnorwegen eine Ölplattform vom Auslaufen aus dem Hafen zu hindern. Und das war einfach ein sehr internationales Team und hat nochmal gezeigt, dass die Klimakrise ein globales Problem ist und da globale Lösungen und Menschen von überall gefragt sind, um sie zu lösen. Also besonders bleibt mir einfach in Erinnerung, dass ich immer mit ganz vielen verschiedenen Menschen diese Aktionen gemeinsam machen kann und dass ich immer genau da bin, wo das Unrecht geschieht. Und ich da gewaltfrei und doch voller Nachdruck meinen Protest anbringen kann. Ich rate Frauen, die sich politisch engagieren wollen, es einfach zu tun, keine Angst zu haben, dahin zu gehen, wo es ungemütlich ist und vor allem immer im Hinterkopf zu behalten, dass ihr nicht alleine seid. Ich meine, wir Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Also finde ich, ist es ganz logisch, dass wir auch mindestens 50% der politischen Prozesse mitbestimmen sollten. In der jetzigen Klimabewegung sind es ganz oft Frauen, die hier tatsächlich auch die Führungsrolle übernehmen. Packt eure beste Freundin, eure Freundin und Freunde generell und arbeitet einfach zusammen, weil zusammen macht sowieso alles viel mehr Spaß und wir haben auf jeden Fall auch mehr Macht, auch wirklich was zu ändern. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Klimabewegung noch diverser wird. Weil alle Probleme, die wir gerade haben, wie zum Beispiel struktureller Rassismus, Sexismus, die Klimakrise, alle miteinander zu tun haben. Der aktuellen Klimabewegung wird ja immer wieder vorgeworfen, dass sie viel zu weiß und akademisch sei. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist auch so. Nur wie wir das ändern, ist keine leichte Frage. Und da können wir, glaube ich, tatsächlich alle nochmal an uns arbeiten, sensibler werden. Ich wünsche mir von Greenpeace, dass die Organisation die eigene Reichweite öfter abgibt und anstatt oft eigene Campaigner und Expertinnen sprechen zu lassen, Menschen, die betroffen sind, sprechen zu lassen und diesen eine Bühne gibt. Ich wünsche mir von Greenpeace, dass wir weiter aktiv sind, weiter genau da sind, wo das Unrecht geschieht. Ich glaube zwar, dass wir bei Greenpeace im Hinblick auf Altersstrukturen und Bildungshintergründe schon sehr divers aufgestellt sind, aber wir sind definitiv noch viel zu weiß. Außerdem wünsche ich mir vor allem mehr Diversität in Führungspositionen, dass es da nicht immer mittelalte weiße Männer sind, sondern einfach bunte, vielfältige Menschen. Und wir können definitiv noch vielfältiger werden.